Ich glaube, dass der Spieler diesbezüglich katastrophal beraten ist. Ja? Und klar hat dem Jungen irgendjemand gesagt, geh jetzt einfach mal nicht ins Training. Aber damit das hat er nicht entschuldigt. Das hat er, nein, aber trotzdem, der Junge ist 20 Jahre alt. Aber dem hat jemand gesagt, du gehst jetzt einfach mal nicht ins Training und dann gucken wir mal, ob die nicht irgendwann klein beigeben. Das ist doch logisch, dass das da dahinter steckt. Weil vorher war der immer im Training, der war pünktlich, der kam auch immer pünktlich, wenn wieder Trainingsbeginn war. Das ist so aus der Verantwortung nehmen. Ne? Also ich finde, sie nicht nur die, bösen Berater, volljähriger junger Mann, der weiß schon, was Pflicht ist. Er hat es selber am Ende zu verantworten. Aber zurück zur Einschätzung des Spielers. Ich habe in den letzten anderthalb, zwei Jahren keinen Spieler verfolgt, der mehr Talent hat als er. Für mich gibt es zwei Spieler, die, aber das setzt die richtige Mentalität trotzdem voraus, die Kandidaten für den Ballon d'Or sind in den nächsten Jahren. Das ist Mbappé und Dembele. Also ich sehe keinen anderen in dem Alter, der über solche herausragenden Fähigkeiten verfügt. Warum ich das sage, ich glaube, dass jeder Verantwortliche bei Borussia Dortmund diesen Vorfall oder dieses Verhalten gerne rückgängig sehen würde. Ja, weil die würden diesen Spieler liebend gerne behalten. Und das kann ich mehr als gut verstehen, dass die liebend gerne noch ein Jahr oder zwei den Spieler bei Borussia Dortmund gesehen hätten, weil er diese Mannschaft, weil es ein Unterschiedsspieler ist, weil er diese Mannschaft noch mal auf ein anderes Niveau hebt. Und ich glaube, dass der weiterhin noch an Marktwert gewonnen hätte, wenn er, oder auch gewinnen könnte, wenn er bleiben würde, durch WM, durch Frankreich, durch Champions League. Ich sehe da überhaupt noch kein Limit erreicht bei dem Spieler. Die Problematik besteht darin, dass du natürlich auch eine Mannschaft hast und eine Mannschaft natürlich auch mitbekommt, dass er jetzt einfach nicht mehr da ist und dass er eigentlich die Mitspieler ihm scheißegal sind. Und von daher kannst du das Problem nur gar nicht abschätzen, was denn sein könnte, wenn er dann eben bleibt. Das habe ich ja vorher versucht, mal abzuwägen. Das können wirklich nur Trainer, Sportdirektor und Aki Watzke einschätzen. Mhm. Ist oder wäre der Spieler tatsächlich, wenn er über das Transferfenster hinaus bliebe, ist er dann wieder reintegrierbar?